Ja, Hauptsache ich bin im Teamspeak laut genug. So, dann gehen wir mal in die Knife Round, in die Kniffelrunde. Mal folgendes. So. Zack. Oh, das ging mal fix. Das ging richtig fix. Die beste Runde geht an Thron Gaming. Weil sie jetzt. Ah, sie bleiben stehen. Okay, dann fängt hier Escalon als T an. Aber zu Escalon kannst du ja was sagen. Du weißt ja, da ist ja auch Nico, mit Nico hast du ja auch zu tun gehabt, da hast du viel mit gespielt. Wie schätzt du jetzt so die Leistung von Escalon ein? Sie haben ja, letztes Match war glaube ich 1-1, also haben sie ja unentschieden gespielt, also ich glaube, oder, nee, was war das, 2-0 gewonnen oder 1-1? Ich glaube 2-0. Ja, ich sag mal so, Escalon mit Nico ist. Nico ist ein sehr starker Schlüsselspieler in Escalon. Also er ist halt eigentlich der Top-Fragger, den man immer sieht in den Feeds oben. Und da fehlt mir ein bisschen bei Bernd halt die Kills. Er ist So. oft halt Bottom-Fragger. Und da müsste er noch ein bisschen zulegen. Und die anderen habe ich mich jetzt eigentlich nicht so befasst mit den anderen. Ich kenne nur Sonic. Ich wurde gerade gesagt, wir sind leise. Das fixen wir mal eben schnell. Du kannst mir dann auch gleich die IP schicken. Ja, ach stimmt, ja, du kannst ja. kannst ja gar nichts sagen, ja. So, TeamSpeak ist jetzt laut. So, schicke ich dir doch gerne. So, schicke ich dir mal in. Moment. Jetzt haben wir den Retake verpasst. Oh, die Bombe wurde gelegt. Nico letzter. So. Oh, da ist die Bombe der Fuse. X mein per Steam? Wo bist du? Was? Hier, wo ist er denn? Da, Cyber. Bitteschön. Danke. So, 1-0 Thron Gaming war wohl sehr schnell. Jetzt, ich hab mal ein bisschen höher gestellt. Ich weiß nicht, ob ich immer noch zu leise bin. So. 1-0. Ist noch alles drin. Oh, es wird ein Bego. Und ganz stark nach dem Bego aus. Wenn sie gleich ordentlich kriegen. Also da müssten wir jetzt auch Tron Gaming langsam mal verschieben, wenn man vom Main nichts hört. Müsste es eigentlich klar sein, dass es vom B was ist. Ja, das hörst du doch schon von Mitte aus. Ja, siehst du, jetzt kommt der Bego. Und Nico steht. Oh, ist er blind? Und wird er geholt von Striker. Und oh, Nico erfolgreich mit der UMP. Super souverän gemacht. Perfekt. 3 gegen. Oh, Sonic. Sonic ist das Ringer. Deswegen das andere Team war mit einverstanden. Also von daher kein Problem. So, jetzt 2 gegen. Oh, 2 gegen 2. Müssen sie ihn hier. Na? Oh, stark, konnte er nichts machen. Und da ist das 2 zu 0. Immer Also noch so. Escalon hat eigentlich diese Runde weggechoked, dadurch, dass sie den Bombenplanter nicht wirklich gedeckt haben. Sie hatten kein Cover von Vent aus. Ja. Das hat ihnen die Runde gekostet, da zwei Spieler von Vent kamen von hinten und sie einfach so easy weggemacht haben und sie gar keine Deckung hatten. Ja. So. Jetzt aber. Jetzt bin ich, glaube ich, viel zu laut. So. Wo gehen Sie jetzt? Wollen Sie jetzt ein Argo machen? Ist schon wieder Bombe ist Richtung A unterwegs. Striker schon mit dem ersten Kontakt und sie rushen einfach A drauf mit Smoke. Und Thron Game. Oh, sind sie erfolgreich. Zweiter Kill, dritter Kill. Oh Gott, ich ahne schon Böses, was uns erwartet. Das wird, glaube ich, eine Schlachtung. Oh. Aus den ersten drei Runden kann man eigentlich nicht so viel sehen, nur ob Ja, sie jetzt in der Pistole stark sind. Jetzt kommt eigentlich die Key-Runde. Gewinnen sie die jetzt? Ja, Könnte jetzt es haben. 3-3 sein? Ja. Verlieren sie die? Muss man bis zum 5-0 warten, bis man wieder Genau. kaufen kann, full.
Bei Tron Gaming sieht man auch immer das gleiche Setup, 2A, 2B, einer Mitte. Und da versucht Escalon erstmal gar nichts in der Mitte zu versuchen. Vielleicht haben sie eine Ahnung, dass da zwei stehen oder vielleicht getrippelt wird, was komplett der falsche Call ist. Man sollte erstmal Mitte gucken, Ja. wie viel da stehen und dann die Option sehen auf den beiden Spots. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Aber jetzt sind sie, haben sie, hab ich so den Eindruck, jetzt wollen sie ein bisschen abwarten und fischen und weil sie stehen schon, der Go sieht aus, als wollen sie wieder A drauf, aber die Bombe ist halt noch nicht andersweise da in der Nähe, aber ich habe das Gefühl, sie wollen wieder Richtung A aufbauen. Da müsstest du mir eigentlich zustimmen. Oder sie machen so einen Doppeltake wie ihr letztens. Aber sie rechnen halt schon wieder mit der. Du siehst halt wieder Alpha, der Pre-Fight wieder durch. Das heißt, er erahnt, er riecht den Braten, dass es eventuell auf A drauf geht, aber es ist ja, es gehen sie halt komplett drauf. Sind halt bei 2 halt B und die restlichen 3 sind A und jetzt kommt der Go. Ich hab da zwar reingeworfen, Smoke, aber wir sehen halt und er schießt einfach durch. Okay. Einfach durch die Wand, durch die Tür. Da ist das 4:0. Für mich spielen die auch sehr langsam. Sprich, man hat schon gesehen, der Mittelspieler hat auf A rotiert, weil er wusste, okay, B ist nichts, Mitte ist nichts. Und A hat man halt die Andeutung, weil in Squeaky laut gesteppt wurde. Und dann muss man halt entweder zusehen, okay, wir haben jetzt den Read, dass da drei Leute auf dem Bombenspot sind und wir gehen in einen anderen Spot, aber. Ein Teamkill, oh wie bitter. Oh wie bitter. Boah, von hinten werden sie dann schon auseinandergenommen, oder? Die Runde ist eigentlich schon wieder. Ja, 5-0. Wahnsinn. Ja, und das wieder diese bekannte, einfach nur eine Richtung. Jeder hat eine Richtung auf den Spot und keiner hat wirklich von hinten oder so. Und dann kommt halt noch unglückliche Teamkill von Evo. Ah, oh, ja, oh, da wäre es bestimmt jetzt richtig tilgt. Oh, ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. So. Versucht Sonic mal was zu reißen mit AWP Mitte. Kann aber wenigstens dann sagen, dass jemand vor Mitte ist. Sie wollen halt, glaube ich, das Gefühl, ja, wo die Bombe jetzt hin? B, A. Auf jeden Fall wollen sie, ich weiß nicht, schon wieder. Ah, der wird Dirk in der Mitte wieder rausgeholt. Wollen sie wieder ein Argo machen? So wie sie da stehen. Da muss er jetzt aufpassen, dass er nicht gefleckt wird. Und da fällt er schon. Ja, liebe Dennis, we are down. Da sieht man schon wieder die Rotation von Tron Gaming 3 jetzt auf A und Escalon bleibt bei dem Plan. Wir gehen auf A stumpf drauf. Kriegen da zwar zwei Frags, aber das ist halt auch nicht wirklich so gut, wenn der Gegner schon sechs Runden hat und so eine Bank wie Tron Gaming Ja. hat. Also ich will auf jeden Fall irgendwann, weiß ich, mal einen Timeout ziehen, nochmal sagen, Jungs, was ist da los? Wir müssen eine Taktik umstellen. Ob jetzt gerade mal erst 6-0 steht. Aber wir haben ja noch eine zweite Map, glaube ich, vor uns. Ja, es gibt immer zwei Maps. Also Best of Two. Nicht bei der ASL Best of Three, wie ihr es mal spielt, sondern halt immer zwei Maps. Das ist schon die dritte, bestimmt die dritte oder viermal in Folge, dass sie schon wieder eventuell rotieren auf A. Wie die Bombe wieder, die da wieder stehen. Aber sie wollen erstmal warten, um das Tempo rauszunehmen, weil Tron Gaming ziemlich eine Bank ist und eine Wand ist. Da ist jetzt der gute Fake von denen, die haben Smoke Fake vorgespielt. Ja, wunderbar. Und jetzt können Und sie, somit jetzt müssen sie jetzt legen. 3 AB. Jetzt müssen sie legen, jetzt müssen sie ganz schnell handeln, weil Tron Gaming hat es geblickt und ist schon auf dem Weg dahin. Oh, und Nico holt ihn da. Ausgezeichnet. Gut getimt, gut geklärt.
müssen jetzt aber aufpassen, dass genau das nicht passiert. Sie zerbrechen jetzt wieder. Und verspielen sie das, ist eine weitere Runde. Schön gemacht von Nico. Sauber. Das war sehr gut. Und da wird die Pause gecallt von Ton Gaming. Okay. Muss niemand auf Toilette, oder? Oh Mann. Nee, der eine ist rausgeflogen wegen Easy Anti-Cheat. Ah, ja. Das habe ich jetzt nicht gar nicht gesehen. Gut gesehen. Ja. Also das war schon wieder gut. Das war zwar gut gespielt von Escalon, dieser Fake, da die den Read hatten, okay, wenn wir jetzt Smokes werfen, rotieren die sofort. Deswegen haben sie einen schönen A-Fake-Go gespielt. Nur, dann muss man nicht Mitte raus wie Bernd. Da hätte man mit dem Team auf B rumrotieren, haben sie auch gut gemacht. Nico schön die Frags gezogen auf B, somit den Spot eingenommen. Aber diese Afterplant-Situation, man hat gesehen, jeweils zwei standen immer auf einem Spot und haben eigentlich immer das gleiche abgeaimt. Ja. Dass sie dann ist eigentlich nur einer da, der was macht, weil der andere blockiert eigentlich nur. Und das sollten sie vielleicht Crossfire-Situation gegenüberstellen. Aber nicht beide auf einen Spot. Oh, Steam lockern, ja, wird ja immer besser. Oh Mann. Gibt's wohl wieder Anti-Cheat-Probleme? Easy Anti-Cheat, ich glaube, ich weiß nicht. Was hältst du eigentlich von dem Tool Easy Anti-Cheat? Das ist ja noch so. Wird ja auch bei Steam, glaube ich, angeboten. So wie ESEAC. Ist ja auch bei Steam. Kann sogar bei Steam kaufen. Ja, generell finde ich es eigentlich. Also Easy Anti-Cheat finde ich generell ganz gut. Klar hat es seine Macken hier und da. Hat eigentlich jedes Anti-Cheat-Tool. Aber ich bin nicht so überzeugt von den Bannraten. Okay. Sprich, wir haben schon gegen einige gespielt damals, die hatten offensichtlich an. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, ob die gebannt wurden. Zum Beispiel bei ESL ist es so, ESL hat ja, glaube ich, auch sehr gute Kontakte mit Valve. Und wenn da jetzt zum Beispiel was, wenn du jetzt, glaube ich, einen VAC-Bann hast, dann und das ist ja, ESL ist ja gut verknüpft mit Valve, dann wird das, glaube ich, automatisch auch übertragen auf dem ESL-Account. Das finde ich sehr gut. Das ist eine sehr gute Lösung halt. Na, zudem ESL-Wire scannt halt den ganzen Computer. Ja, das ist. Da muss man, wenn man sich runter, muss man sich darauf einlassen, dass halt der komplette Computer gescannt wird. Ich will nicht wissen, was da für Nutzungsdaten durchgehen, ey. Kurz warten, klar. Ah, okay. Man sieht aber auch auf Escalons Seite, die Kills sind jetzt nicht so gerade pickel. Ja, Miko mit 7-1-6. Oh Gott, und Bernd mit minus 1-7. Oh, wie ärgerlich. Der Teamkill. Oh, das hat ihn ein bisschen belastet. War, glaube ich, nicht gewollt. Das war ja nicht mit Absicht. Man muss jetzt sehen, dass man Oliver und Alphax irgendwie umgeht. Weil man sieht, sie sind klar die Top-Fragger. Ja, das. Ich will jetzt, warte mal, kann ich mal noch auf die Profile gehen von denen? Geh ich mal. Dem, was hat er? Ach, oh, und Paul. Ja, mein Gott, wie viele Stunden hat er? In dem Fall. Ja, okay, 3000 Spielstunden. So, es geht weiter. 6-1. Technische Probleme sind wohl gefixt. So. Oh. Hier wird er lieber wir instant rausgekickt. Rausgeschossen, meinte ich. Oh, Nico jetzt in Main. War ja voll blind, konnte er nichts machen. Das Schlimme, es war seine eigene Flash. Oh, lass ihm das bloß nicht wissen.
Okay. Jetzt sieht man Main pusht vor. Und eigentlich muss man diese Runde abhaken. 3 gegen 5 ja. Wird man wahrscheinlich nicht holen werden. Silent Striker würde jetzt richtig abgehen, auch immer real ausrasten. Aber Oliver ist eingeweiht, glaube ich. Der zieht ja schon ab, dass da jemand hochspringen könnte. Und aber das ist ja schon abgegeben. Da passiert nichts. Oder sie gehen jetzt safe. Man sieht ja noch 55 Sekunden. Und da kommt die Flash. Bam, blind. Und Evo Bernd regelt da. Müssen jetzt aufpassen, dass halt, wie gesagt, wieder keiner von Van kommt. Einer umläuft jetzt Alphax. Oh, Bernd, hast du ein Glück. Oh mein Gott. Striker hat ihn da gesehen. Sonic verschießt. Versuch's nochmal. Das darf nicht passieren. Oh, ärgerlich. Ja, darf nicht passieren. Ich lasse jetzt erstmal diesen Profilwechsler erstmal permanent drin. Das wurde gewünscht von Escalone, weil die hat Bernd auch gestern gesagt, er wollte halt sich das Match dann angucken. Weil wir letztes Mal, wo ich glaube ich euch gestreamt habe, war ich nur auf einem Spieler, glaube ich. Und jetzt lasse ich ihn einfach mal zufallspendeln. Joa. 7-1. Was soll ich denn noch zu sagen? Halt. Es ist machbar, wieder zurückzukommen. Ja. Es wird aber sehr schwer. Machbar, aber ultra schwer, sagte Venom immer. Oh, jetzt super Boost von von Tron Gaming. Auf A. Und so wie es aussieht, wird Escalon jetzt die Mitte anspielen mit einem Boost und zwei Mitte. Dirk bereitet die Smoke vor. Sie werden dann auf Oliver treffen. Mhm. Doch, der Molly kommt da. Das Konter. Nico, was spielt? Dirk wieder gleich rausgeholt. Nico ist auch heute erfolgreich drin. 12-3-1. Boah, Wahnsinn. Hauptsächlich werden sie eigentlich zerstört dadurch, dass man sehr viel Information kriegt durch die Pushes, die sie da machen, von Gaming. Sie sind zu zweit vor B gepusht, haben gehört, okay, die boosten sich da in Mitte, sie werfen dann eine Smoke. Und das war eigentlich eine Einladung für die... Kommt, pusht, Mitte, hier stehen da alle. Ja, so knallt und ab und durch. Aber was will man jetzt von Escalon erwarten? Sie haben einen Ringer. Und der ist jetzt auch nicht überragend, aber muss halt das mit dem hier zufrieden sein, was man jetzt hat, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber Tron Gaming dominiert, glaube ich, jetzt ziemlich viel, weil sie einfach irgendwie, glaube ich, so geblickt haben, was so die taktischen Fehler sind und ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig liege, ich denke mal so halb. Das erste Mal, dass sie wirklich so richtig Mitte anspielen, Nico, schön Frag zu Xbox geholt, muss jetzt aber aufpassen, dass nicht der Refrag kommt. Und es sieht so aus, sie würden B aufbauen. Wenn sie sich jetzt nicht noch umentscheiden. Das müssen sie jetzt schnell machen, weil der Rotierer von Mitte. Boah, schön kommt. Von Dirk. Oh. Und da fällt es wieder auseinander. Ah, Striker ist erfolgreich. Aber jetzt wieder, glaube ich, gleich im Hexenkessel sitzen. Ah, aber Striker ist vor Ort. Perfekt. Oh, das hat jetzt dürfen sie das nicht wegchoken. Oh, was ein... Sehr schön gemacht von den beiden. Ja, da kann ich mal die Ratte springen lassen. So. Nur das, was Knochen aufgehört, weiter. Ja, 8-2, die Aufholjagd hat begonnen. Also ich wäre so jetzt mit so einem 8-7, also um die erste Halbzeit abzuschließen, wäre es vollkommen zufrieden. Da wurde schon wieder overpeaked.
So gehen sie jetzt schon wieder in die Runde rein mit einem 5 gegen 4. Es ist zwar jetzt nicht wirklich schwer, ein 5 gegen 4 zu gewinnen. Nur von Escalon sieht man, dass selbst zwei Gegner gegen 5 standhalten, drauf sein können auf dem B-Spot, auf dem A-Spot. Ja. Ah, Oliver, da hört man auch die Steps, glaube ich, erahnt, dass sie gleich rausgeben könnten, oder? Aber die Smoke, was ich weiß. Ah, jetzt glaube ich nicht so Bombe, oder? Vielleicht Es gehen sie wie. smoked Xbox ab. Ach, Xbox weiß, das wusste ich gar nicht. So. Ja, aber Xbox Whitebox. Ja, dir gehält der wenigstens gegen. Last Man Standing. Und Oliver wartet schon hinten auf ihn. 1 zu 2. Aber trotzdem würde ich jetzt noch mal würde ich sagen, dass sie mal einen Timeout machen. Mal irgendwie vielleicht was umstellen, eine Taktik. Würde vielleicht was bringen, ich weiß es nicht. Oh, jetzt doppeln sie die Mitte. Das könnte ein Verhängnis sein für Escalon. Vor allem Sonic ist jetzt da AFK mit der Bombe am Spawn. Okay. Und Niklas sieht hier schön, das Mitte war stand, hat ihn gut rausgenommen. Die Pause wurde jetzt auch gecallt von Escalon. Ich denke mal, es würde am Spiel, am Internet liegen. Okay. Oliver jetzt mit einer Flash in der Mitte und hat irgendwie das Gefühl, es könnte mitbekommen, was auch das richtige Gefühl ist. Und da wird jetzt schön aufgebaut, 3 auf A und einer lurkt von hinten, könnte wichtig sein. Mach da einfach mal Eide. Ja, und so schnell sie auf Short waren, waren sie auch wieder down. Also generell würde ich jetzt sagen, Escalon auf T-Seite ist zu schwach. Sie kommen nicht auf den Spot drauf, sie kriegen keinen Entry-Frag. Und das fehlt halt, wenn du T spielst. Du brauchst unbedingt einen Entry-Frag auf dem Spot, damit du weißt, okay, jetzt drauf. Genau. Ja, du hast recht. Aber hauptsächlich ist das entweder sie gehen einzeln drauf oder sterben schon früh in der Runde oder sie gehen halt zusammen drauf, haben aber alle das Gleiche und wirklich nicht Fokus auf zwei verschiedene Sachen. Klar hat man gesehen, dass es zweimal geklappt hat. Nur es klappt halt nicht immer. Da ist schon wieder der erste AWP-Schuss und trifft instant. Wir können mal nicht gucken. Da ist schon wieder 5 gegen 2. Ja, nicht, das Zweiker kann da einen machen, aber da wird schon wieder defused. 11 zu 2. Siebzehn fünf drei. Also Tron Gaming dürfte jetzt kein Problem haben, über die letzten Runden noch rüberzukommen, da Ah, sie es ist eine dicke einfach. Bank haben. Und Escalon muss jetzt einfach sehen, dass sie die Runde gewinnen, so mit zu wenig Leuten diese killen können bei Tron Gaming. Und hoffen, dass sie nicht allzu viel sterben, nicht